Freunde. Heute dreht sich alles um Tremolo und Vibrato. Was ist eigentlich Tremolo? Was ist Vibrato? Was sind die genauen Unterschiede? Und natürlich Übungen, wie ihr auch Tremolo und Vibrato lernen könnt. Und das alles gibt es wie immer gleich nach dem kurzen Einspieler. Also schön dranbleiben. Mein Name ist René Wermke und ich bin Blueshop verrückt. Seit 2010 spiele ich jetzt live auf der Bühne und seit 2015 gebe ich Blueshop-Unterricht mit dem Schnitt ungefähr 200 Teilnehmern pro Jahr. Viel zu lange habe ich jetzt immer nur drüber nachgedacht, endlich meinen eigenen Blueshop-Vlog anzufangen. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei. Jetzt geht's los. Hey Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne mal was zu Tremolo und Vibrato erzählen. Es haben sich wirklich viele von euch gewünscht, auch diese beiden Dinge mal ein bisschen näher zu beschreiben. Und deswegen fangen wir gleich an. Ich habe hier eine C-Mundharmonika und zunächst möchte ich mal was zum Thema Tremolo sagen. Tremolo bedeutet eigentlich, dass man nur die Lautstärke verändert. Es ändert sich sonst nichts. Und man könnte sich also, ich mache es einfach mal vor, ich spiele Loch 2 ziehen zunächst mal. Okay, das Ganze kann man auch auf Pusten machen, also ich spiele mal Loch 4 pusten. Okay. Das heißt also, ich puste und unterbreche dann den Luftstrom beim Spielen oder ich ziehe und unterbreche dann diesen Luftstrom. Das Wichtige jetzt ist, denn wir haben das Gleiche eigentlich schon mal gemacht, indem wir, also mit der Zunge hier vorne, ja, diese Luftströme unterbrochen haben. Dann hört sich das so an. Beim Pusten dann dementsprechend. Okay, da unterbreche ich mit der Zunge hier vorne den Luftstrom. Das passiert nicht beim Tremolo-Spielen. Und das ist vielleicht das Besondere dabei. Beim Tremolo-Spielen unterbrechen wir den Luftstrom mit dem Kehlkopf hier hinten. Und ich spiele jetzt noch einmal Loch 4 pusten. Das würde ich auch allen empfehlen da draußen. Fangt einfach erstmal an mit Pusten Tremolo zu üben. Und zwar hier hinten der Kehlkopf, der schließt und öffnet. Und man hört es sogar. Ich werde jetzt erstmal das spielen, dann nehme ich die Mundharmonika weg und dann hört ihr nur, ja, was von diesem Kehlkopf öffnen eigentlich für ein Geräusch entsteht. Und hoffentlich hilft euch das dann auch, es eben dementsprechend nachzumachen. Und vorneweg noch einmal, ich glaube, in den ersten Videos schon gesagt, und das holt uns jetzt auch immer wieder ein, natürlich an dieser Stelle auch wieder ganz klar, es sollte uns nichts peinlich sein. Ja? Das sind Dinge, die man nicht alltäglich macht. So ein Kehlkopf hier, so ein hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an oder sieht ein bisschen seltsam aus, aber es bringt einen wirklich weiter, wenn man Tremolo und danach ja auch Vibrato lernen möchte. Also gut, Loch 4 pusten, erst durch die Mundharmonika, Tremolo, dann nehme ich die Mundharmonika weg und hoffentlich hört ihr dann immer noch, was hier hinten eigentlich geschieht. Los geht's. Okay. Dabei schließt jetzt wirklich dieser Kehlkopf immer wieder diesen konstanten Luftstrom. Das heißt, keine Luft, Luft, keine Luft, Luft. Hier vorne der Rest des gesamten Mundraums, der ist komplett entspannt. Ja? Die Zunge liegt gerade, wir wollen kein Bending dabei haben, wir wollen wirklich nur einen ganz normalen, ganz entspannten Einzelton dabei haben. Das Ganze kann man auch über Akkorde machen, ja, also wenn ich einen breiten Mund mache und wirklich mehrere Töne gleichzeitig spiele, hört sich genauso an. Ich spiele jetzt mal 1, 2, 3, pusten gleichzeitig und mache wieder das gleiche hier hinten, das gleiche. Okay. Okay.
Und das ist aus meiner Sicht der erste Schritt, denn ihr müsst zunächst einmal fühlen, dass hier hinten der Kehlkopf ja arbeitet. Nicht hier vorne mehr im Mund die ganze ja, Action passiert, sondern hier hinten der Kehlkopf schließt und öffnet. Und deswegen glaube ich, dass mit diesem Pusten, da kann man das erste Mal so richtig wahrnehmen und sich dem Ganzen annähern überhaupt, weil, wie gesagt, das macht man ja sonst nicht absichtlich, um damit Musik zu erzeugen, ja. Spürt mal wirklich in euch rein, fühlt mal in euch rein, versucht mal zu bemerken, wie das hier hinten passiert, was dort passiert, und übt mal wirklich jeden Tag, ich würde sagen 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten, genau das. Und dann wird es immer spürbarer auch für euch, ja. Muscle Memory, sagt man so schön, ja. Also der Körper merkt sich ja auch, was er machen soll. Und dann könnt ihr irgendwann auch anfangen, das Ganze beim Ziehen zu machen. Und beim Ziehen ist es erstmal noch ja, ungewohnter eigentlich, das Ganze so zu machen. Hört sich aber genauso an. Das Ganze mal mit Loch 4 zunächst mal ziehen. Das Geräusch ist das gleiche, wenn ich es wegnehme, ja? Also nochmal. Okay. Wie gesagt, ist erstmal ungewohnt. Das ist was, worauf man sich erstmal wieder einlassen muss, worauf man seinem Körper ein bisschen hinleiten muss, dass er so etwas tun soll. Das gleiche geht auch wieder von Loch 1 bis 3 zum Beispiel als Akkord, ja. Und dann, wenn man es jetzt wirklich, wenn man beides schon einigermaßen hinbekommt, kann man es natürlich auch über einen längeren Zeitraum mit dem Ziehen machen und danach mit dem Pusten wieder ausatmen, ja, also. Ja, ihr habt schon gemerkt, was man dann noch weiter üben kann, ist das Tempo zu variieren. Ja? Das heißt, ja, wir haben ein bisschen langsamer angefangen und wenn ihr euch dann wirklich wohlfühlt damit, das Tremolo so zu spielen, dann könnt ihr auch mal ein bisschen schneller werden bei beiden Richtungen. Also wirklich sowohl beim Ziehen als auch beim Pusten. Okay, und das ist eigentlich schon alles, was es zum Tremolo gibt. Ja? Tremolo ist also wirklich eine Veränderung der Lautstärke, ja, und das wirkt dann auch wie so ein Schwingen, ja, aber es schwingt wirklich nur die Lautstärke, nichts anderes. Und das hier können wir beim Oktavenspielen, beim Akkordspielen, beim Einzeltonspielen, also das ist eine Facette, ja, ein Spielstil könnte man auch sagen, oder ein weiteres Tool, wenn ihr mal Solo spielen wollt, was man sich halt erarbeiten kann und es macht das Spiel ein bisschen flexibler und variabler. Ja. Genau, Tremolo. Also Tremolo ist gleich eine Veränderung der Lautstärke, die mit dem Kehlkopf gemacht wird. Ja. Nochmal ganz wichtig, nicht mit der Zunge hier vorne. Also, gut. Dann, wenn wir das jetzt durch haben, dann kommen wir jetzt zum Vibrato und ich glaube auch, dass es von der Reihenfolge her gut ist, wenn man mit dem Tremolo anfängt, weil, wie gesagt, wir fangen an, hier den Kehlkopf langsam auch zu trainieren, die Muskeln hier zu trainieren, die wissen so langsam, was sie tun sollen. Und danach, also sagen wir mal, du hast jetzt 14 Tage, vielleicht jeden Tag wirklich mal 5 Minuten dieses Tremolo geübt und dann versuchst du mal den nächsten Schritt zu machen, nämlich Vibrato. Und Vibrato ist darauf aufbauend eine Änderung der Lautstärke und der Tonhöhe. Der Lautstärke, so wie wir es gerade gemacht haben, und dazu noch der Tonhöhe. Also der Frequenz, könnte man auch sagen. Und wir haben das bisher kennengelernt beim Bänden, dass wir die Tonhöhe verändern können auf einer Kanzelle. Und das Bänden hatte ich ja schon erklärt in dem Video auch.
ja, da machen wir wirklich dieses Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju oder andere Laute noch. Ja, geht ruhig mal in das Bending-Video auch noch vorher. Ich halte es auch für gut, wenn ihr... Es ist einfacher, wenn man Bending schon ein bisschen kann auch, weil man dann noch bessere Kontrolle halt auch über die Zungenposition hat, die jetzt auch für das Vibrato wichtig ist. Denn beim Vibrato, was ist der echte Unterschied zum Tremolo? Der Unterschied ist, wir lassen diesen Luftstrom nicht mehr komplett abreißen. Das heißt, wir schließen den Kehlkopf nicht mehr ganz. Okay, und das ist jetzt wirklich erstmal, muss man erstmal versuchen, die Worte wirklich zu überlegen, was das eigentlich bedeutet. Es spielt sich alles trotzdem hier nur im Kehlkopf ab oder rings um den Kehlkopf. Das heißt, eben gerade haben wir den Luftstrom komplett geschlossen, komplett zugemacht. Und wieder auf und wieder zu und wieder auf und wieder zu. So, und das haben wir jetzt schon mal ein bisschen trainiert, ja, dieses Auf und Zu. Was wir jetzt zusätzlich brauchen oder was jetzt neu ist, wir schließen es nicht mehr komplett. Das heißt, fangen wir erstmal mit Einatmen an, also beim Zieton. Der Zieton findet die ganze Zeit statt, aber der Kehlkopf schließt und öffnet trotzdem, nur nicht mehr ganz. So, und wenn wir jetzt die Zunge in eine Position bringen können, wo gerade das Bending anfangen würde, ja, wo wir gerade wirklich noch einen normalen Ton spielen, aber wir wissen, wenn ich jetzt noch ein Stück weiter die Zungenposition verändere im Rachenraum, dann würde das Bending anfangen. Das ist unsere Ausgangsposition für den Vibrato. Denn wenn wir dann den Kehlkopf, wenn wir dann dieses Kehlkopf, diese Übung machen, dann passiert das automatisch, dass die Zunge immer auch ein Stück mit nach hinten geht und verursacht damit eben diesen einmaligen Sound eigentlich, den alle so cool finden, dieses Vibrato, ja. Okay, ich mach's einfach mal vor und erst nochmal Tremolo, also nur wirklich den Luftstrom ganz zumachen und wieder auf. Ihr für euch selber hört auch, wie das da hinten so ein bisschen, hört sich ein bisschen an wie Räuspern oder vielleicht so ein ganz zartes Husten, ja. Das ist ein ganz guter Hinweis. Wenn ihr das macht, seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn ihr hier vorne im Mund irgendwas mit der Zunge versucht beim Tremolo spielen, seid ihr auf dem falschen Weg, okay. Und und jetzt geht's langsam Richtung Vibrato. Die Zunge wird jetzt ein bisschen in diese Ausgangsposition fürs Bending gebracht und dann ziehen wir die ganze Zeit Luftstrom, ziehen wir ein und dann fangen wir an, trotzdem diesen Kehlkopf auf und zu machen, nur nicht mehr ganz zu. Okay, also so. Ja, ich mache mit der Zungenspitze gar nichts. Das ist nicht, wenn ihr jetzt ja, 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 das ist nicht der Ton, den wir wollen. Also nicht. Diesen Ton wollen wir nicht. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht ein bisschen schwieriger, wirklich das Ganze jetzt als Video für euch hier darzustellen. Wenn ich das im richtigen Workshop mache, kann man da halt sofort auf den Schüler auch eingehen und sagen, ja, das ist es leider noch nicht. Und da müsst ihr dann halt auch jetzt wirklich, weil es als Video kommt, erstmal ehrlich mit euch selbst sein. Versucht wirklich die Zunge hier vorne, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Wir wollen nicht dieses ja, 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 ja. Der Sound ist, man könnte ihn tatsächlich am Anfang sogar verwechseln, was dabei entsteht. Also, das ist mit der Zunge, ja, 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 ja. Oder ich mache eben wirklich den Vibrato-Sound mit dem Kehlkopf hier hinten, der dann... Okay. Der ist viel runder, der ist viel weicher und der ist wirklich, ja, eben weil er hier hinten erzeugt wird. Okay, also nochmal, wir wollen hier wirklich, wenn man das jetzt mal ohne Mundharmonika macht, versucht mal einzuatmen, ganz wenig, nicht wirklich doll, sondern einfach nur wirklich ganz normal einatmen und wenn man dann so ein I da hinein sagt, beim Einatmen, und das I soll nur hier hinten wirklich auch ein bisschen diesen Kehlkopf, das Volumen da verändern, ja? Also
Das ist eine ganz gute Übung. Die ganze Zeit Luft einatmen und dabei dieses ein bisschen und hört ihr dieses leichte, ja, dieses Schließen findet eben nicht mehr statt, sondern nur noch eine wirkliche, ja, Luftstromveränderung. Es ist nicht ganz leicht zu erklären, es ist, findet halt wirklich alles im Inneren statt und deswegen müsst ihr euch schon auch selbst auf die Reise machen, das Ganze zu erkunden. Und ja, für mich gibt es bei dieser ganzen Geschichte auch ja, immer einen Zusammenhang zum Singen, weil ich ja auch eben Sänger bin. Und ja, als ich auch seinerzeit mal am Workshop teilgenommen habe, bei David Barrett zum Beispiel, hat auch er von seinen Geschichten erzählt, zum Beispiel wie er Mitch Cashmer interviewt hat. Und das solltet ihr euch wirklich mal angucken. Auch das Interview gibt es auf YouTube. Also David Barrett und Mitch Cashmer. Mitch Cashmer hat einen wirklich einzigartigen Vibrato-Sound. Und zwar ist er einer der wirklich ganz, ganz wenigen, die genau das, was wir jetzt gerade hier gemacht haben, auch auf den Pustenkanälen schafft. Der schafft es wirklich auch auf von Loch 7 bis Loch 10 einzigartige Schwingungen dort zu erzeugen. Die sind wirklich richtig, richtig, richtig cool. Schaut euch mal Mitch Cashmer an. Ja, oder auch Kim Wilson ist auch ein super Beispiel dafür, wie man das, was wir jetzt gerade bei den C-Tönen ja, uns angeschaut haben, auch auf die hohen Töne übertragen kann. Es ist nicht wirklich mein Stil, aber was noch wichtig ist dabei, beide sagen, der Vibrato ist eigentlich ähnlich erzeugt, wie sie ihren Gesangsvibrato auch machen. Es ist ein ähnlicher Vorgang, natürlich dann beim Pusten eben auch beim Ausatmen. Ja? Und das ist eben wirklich für mich auch eine spannende Sache. Also hört euch mal Mitch Cashmer an, hört euch mal an, wie er seinen Vibrato singt und dann eben auch, wie er ihn spielt. Und das hört sich wirklich schon irgendwie auch sehr ähnlich an, wie diese beiden Dinge dann gemeinsam schwingen. Okay. Ja, was auch beim Vibrato natürlich cool ist, ist, wenn man dann anfängt, das Tempo zu variieren. Wir haben gerade auf Loch 2 angefangen. Und dann kann man das Ganze verlangsamen. Aus meiner Sicht langsam Vibrato zu spielen, ist sogar ein bisschen schwieriger, als es schneller zu machen. Ist mein persönliches Empfinden. Weil man aus meiner Sicht da noch mehr Volumen braucht, um es nicht abreißen zu lassen. Und das kommt erst mit der Zeit. Also wenn ihr es erst schneller gut schafft, ist das normal. Und dann versucht ihr mal, das immer langsamer auch zu schaffen, damit ihr auch bei langsameren Songs ja, das Tempo des Vibrato auch an den Song anpassen könnt. Ja? Das heißt, es bringt ja nichts, wenn da jetzt wirklich ein Slow Blues ist mit einem langsamen Takt und ihr... passt nicht so richtig zusammen. Deswegen auch das Tempo des Vibrato immer auch an den Song anpassen natürlich. Okay, wie gesagt, ihr müsst euch jetzt selber auf eine Reise begeben, um euren Kehlkopf hier hinten ein Stück weit zu trainieren. Ich hoffe, ich konnte euch dafür ein paar Tipps mit an die Hand geben, ja, wie ihr euch an das Thema annähert. Erst pusten, Tremolo, das heißt ganz schließen, dann mitziehen und dann durchgehend die Luft einatmen später und vielleicht dieses I hineinsagen, so dass ihr dort nicht schließt, nur dass diese Schwingung entstehen kann. Dazu Bending üben, die Zunge in die Bendings-Ausgangsposition bringen, sage ich mal, und der Rest passiert dann wirklich durch diese Kehlkopfschwingung, dass dort wirklich dieser einzigartige Sound entsteht. Und dann kann man das natürlich von Loch 1 bis 6 kann man das Zieh-Vibrato natürlich beliebig überall spielen. Hat verschiedenste Effekte. Man kann auch mehrere Löcher gleichzeitig Vibrato spielen. Ja. Loch 3 und 4 ist aber sehr beliebt. Also okay, also
Aus meiner Sicht, Vibrato ist wirklich eine richtig, richtig schöne Facette, die unsere Mundharmonika zu bieten hat. Und deswegen auf jeden Fall auch lohnenswert, das mal ein bisschen zu üben. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen zum Thema Tremolo und Vibrato. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Üben mit eurer Mundharmonika. Und wir sehen uns schon bald wieder. Ciao, tschüss und bis bald.